und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. That's a cringe moment. Ja, aber übel, Alter. Das ist Teil 2 vom Video Our Boyfriends Chooses Our Outfit. Choose, ne? Ich wollte gerade sagen, irgendwas stimmt da nicht. Our Boyfriend Choose Our Outfits. However, den ersten Teil gab es bei Paulina, also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, einmal rüber und dann kommt ihr erst wieder hierher. Jetzt gibt es die zwei nächsten Mottos und sie können halt noch mehr in die Hose gehen. Ja. Und zwar gibt es einmal das Thema Party und einmal das Thema Business. Und über Business hatten wir schon hitzige Diskussionen, was denn damit gemeint ist. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal und schauen mal, wie unsere Jungs das interpretiert haben. Okay, also es fängt an, achso, die ist doch schwarz, mit einer Hose. Es ist halt, die Hose war auch eine andere mit dem Knopf vorne, aber ist auch egal. Es ist halt so eine Hose, die ich niemals in meinem ganzen Leben anziehen würde. Also ich muss nicht in der Bank arbeiten. Mal sagen, der Freund von der Paulina hat das Motto so ein bisschen genauestens interpretiert. Genau. Also Business so wie eine Bankkauffrau circa, oder? Ja. Okay. Eigentlich ziemlich genauso. Und wir interpretieren das halt eher so ein bisschen legerer, so, weil ich auf so ein Meeting gehe. Du bist ja selbstständige Influencerin und ich bin ja Modedesignerin und wir können uns da ja so frei entfalten, was Business angeht. Wir können da so ein bisschen den Fashion-Faktor spielen lassen. Und er hat halt so eine schwarze Hose ausgewählt, die hat vorne keinen Knopf, darin wird meine Figur einfach katastrophal aussehen, das weiß ich jetzt schon. Aber zumindest ist sie High-Waist und hat halt hinten so einen Reißverschluss. Ich muss aber sagen, dass ich auch diese Buntfalten hier ganz furchtbar finde. Wirklich. Und die ist auch ganz katastrophal geschnitten einfach. Aber ihr werdet verstehen, was ich meine, wenn ich die angezogen habe. Dazu, ich glaube, die Bluse, das ist ein Body, der ist ganz nice. Finde ich auch, der sehr ist hübsch. Und zwar ist der vorne so halt überkreuzt. Ich glaube, sowas in der Art habe ich auch. Der hat aber schon einen tiefen Ausschnitt. Ja, also kann man ja machen bei Business. Da, ja. Ne? Ja, wie gesagt, das Body-Ding wird man nicht sehen. Achso, hier sind halt so Schlitze. Das ist halt... Ja, das hat er wahrscheinlich auch nicht gesehen. Das aber ist halt auch das ist halt so eine Geschmacksverirrung des Grauens mit den Schlitzen. Aber es kann sein, dass es auf dem Bild nicht zu sehen war. Ja, ansonsten finde ich das schön, dass das auch hier ein bisschen transparent ist und da halt blickdicht. Ich bin einfach gespannt, wie das angezogen aussieht, weil das kann so schlimm aussehen, aber es kann auch akzeptabel aussehen. Und ich glaube, bei sowas, du ziehst ja halt wirklich manchmal solche Hosen an, so in der Art wie diese. Und ich würde das halt niemals anziehen, in meinem ganzen Leben nicht. Du hast auch diese weiße, diese weiße finde ich auch so schlimm. Ich finde das mega schlimm. Ja, ich finde das halt so furchtbar. Und jetzt kommt halt das Ding, worüber wir uns schon gestritten haben, so. Und zwar ist das halt wirklich ein Streitgespräch deswegen. Und zwar ist es ein eng anliegender Blazer mit Schal. Ja, genau. Und zwar hat er nicht mal so einen schicken Kragen, sondern ist erstens aus Kreppstoff, was ganz furchtbar ist. Und zweitens hat er diesen Schalkragen. Den kann man jetzt auch einfach nicht richtig erkennen. Ach, das ist halt nicht so ein schicker Kragen, sondern so ein Hollister-Kragen. Ja, verstehe halt auch. Und das ist halt ein eng anliegender Blazer, so mit nix so dran, nicht mal einen Knopf hat der. Das ist halt so ein Pinguin-Outfit. Ja, genau. Das ist so Hotelfrau. Ja, ganz genau. Die halt jetzt nicht so viel Modegeschmack beweist in ihrem Job. So, jetzt bin ich gespannt. Also, dann machen wir mal auf. Ich fange mal mit der Hose an und ich muss schon sagen, ah ne, das ist das Oberteil. Blau und schwarz, ja, das ist eine Nummer, die würde ich nicht. Also dunkelblau und schwarz würde ich halt niemals bringen. Der hat halt genau das gleiche aus. Krass, aber die finde ich schön. Also mir gefällt die Bluse nach. Also es ist doch nicht dieselbe, weil die hat nicht diese... Ja, aber ich meine doch vom Ding her. Ja, die also halt meine hat glücklicherweise nicht den Ärmelschlitz. Ja, nur so ganz leicht. Und ich finde die sehr hübsch. Also ich trage zwar nie dunkelblau. Ich finde die auch nicht schlecht. Aber jetzt so für einen Business-Look. Vor allem, wenn die gebügelt ist halt, ne? Ja. Jetzt eine schwarze weiße Hose. Weil die so Saturn-Look hat, dass sie noch so ein bisschen glänzt. Das sieht schick halt aus, ne? Ja. Ich glaube, das hast du ganz toll gemacht. Und die Hose jetzt, also schwarz, also es ist nicht so schlimm, weil ich finde das ziemlich schlimm, muss ich jetzt an der Stelle einfach mal sagen. Ich würde es halt nicht anziehen, aber das machen halt viele. Ja, ich weiß. Die Hose, das ist auch jetzt kein Glück, oder? Doch, der ist da drin. Die Hose finde ich halt cool.
Boah, das ist für mich so die absolute Mutter. Ich liebe halt Paperback-Hosen. Die sehen mir sehr groß aus. Paperback. Süße doch mit dem Gürtel. Süße Paperback ist das, wenn das so richtig zusammengerafft ist. Ja, so stelle ich mir das halt auch vor mit dem Gürtel. Ja. Die ist halt aber schon sehr breit. Die ist halt so breit. Das kann auch cool aussehen, das kann auch in die Hose gehen, wortwörtlich. Ja. Aber nach wie vor ist das halt auch eher so ein Bankkauffrau-Look mit Blau und Schwarz. Ich finde das funny, dass sie halt genau das gleiche aussehen haben. Ja. Und ich muss sagen, ich finde das richtig süß, dass da jetzt da so eine Business-Tasche zu Ja, ohne Scheiß. Das ist halt schon sehr niedlich. Ich finde das halt süß, dass die Gedanke, dass sie sich halt wirklich voll Mühe gemacht haben. Dass sie sich so gedacht haben, boah, was könnte da jetzt am besten sein? Ja, oh, die sind funny. Die hat halt so einen Großmutter-Vibe. Nee, so einen Primark-Look. Also so ohne Logo finde ich die cool. Ja. Die sieht aus wie deine schwarze. Ja, aber das vorne. Ich hasse halt nichts mehr als so hier so eine Blankette ohne was drauf. Und das hat für mich so einen Primark-Look mit diesem goldenen. Das ist so eine Business-Tasche schon. Also ich verstehe den Gedanken damit. Ich finde die ganz schön. Ich finde, du wirst halt aussehen wie eine Oma damit. Ja, das kann halt dann schon. Dann fehlen nur noch diese komischen Oma-Heels mit so einem kleinen Absatz. Ja, aber ich verstehe halt den Grundgedanken dahinter. Ja, und das finde ich ganz gut. So, das ist unser Business-Look. Paulina, fang an, was sagst du? Also, die Hose ist absolut schlimm. Ganz schlimm. Der Blazer ist mein Albtraum. Ich sehe halt aus wie eine Caroline, habe ich eben schon zu Maya gesagt. Die halt eine Bankberaterin ist und die halt einfach wirklich keine Ahnung von Passform und Style hat. Ja, aber das Motto ist getroffen. Das Motto ist getroffen, das muss man an der Stelle einfach mal sagen. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde das passt halt einfach nur null zu dir. Ich finde deins eine Triade mal besser. Die Hose und die Bluse sitzen halt auch gar nicht. Aber das die Bluse so, wenn ich dich so angucke, bis auf diesen furchtbaren Schlitz hier, sieht richtig schön aus. Boah, nee. Das ist halt genau nicht mein Geschmack. Ja, die Paulina zieht sich halt nur Instagrammable an. Ja, tatsächlich. Du ziehst dich halt oft wie eine Mutter an und das passt ja. Und als Schuhe haben wir jetzt halt einfach wieder schwarze High Heels. Ich weiß, da sind jetzt Bömmel dran, das passt nicht, aber unsere Männer haben halt gesagt, die möchten gerne schwarze High Heels für den Business Look und that's it. Und ich fühle mich total bescheuert. So, ich wechsle mal, weil es so dunkel ist. Ich habe meine dunkelblaue Bluse an, die auch eigentlich hübsch ist. Ich finde die Bluse wirklich schön. Ja, ich würde die jetzt nicht so normal tragen, aber es passt halt absolut zum Business-Look. Ja. Die Hose finde ich cool, weil die halt auch so einen Gürtel hat. Und die sitzt halt locker und das sieht cool aus. Ja, die sieht ein bisschen fashionmäßiger ja, aus, genau. Als so eine Sekretärin-Hose. Ja, original. Ich habe halt auch wieder die High-Heels dazu an, die schwarzen. Und ich finde das auf jeden Fall auch absolut getroffen. Es ist nicht ganz so spießig, was ich cool finde. Ja. Ich würde halt persönlich schwarz und blau jetzt, wenn ich was auswählen würde, nicht kombinieren, wie schon bereits erwähnt. Aber ich finde es jetzt auch nicht katastrophal. Also ich finde, das ist eigentlich ganz Deins cool. Ist absolut akzeptabel. Beide Motos sind getroffen. Ich sehe einfach nur bescheuert aus. So wie die letzten drei Male. Zwei Male. Süße. Jetzt kommt ja noch das Party-Outfit. Vielleicht das Party-Outfit. Und da habe ich wirklich Hoffnung, dass ich da wirklich mal ins Jut drin aussehe. Okay. Es bleibt als letztes nur noch Folgendes übrig. Party. Ich glaube, du hast das Hautfarbe. Ich habe das Hautfarbende. Und dazu dann die passende T-Shirt. Das ist so süß. Ah! Ey, halt ohne Spaß. Das ist zwar sehr kurz. Ist das für Petit? Nee, für normal. Ja. Ist das größer? Für, ja, fast. Also ich muss sagen, ich finde das Kleid cool. Ja, ich finde das cool. Das würde ich, also ich werde das nicht behalten, aber wenn ich jetzt Not am Mann hätte, wenn ich jetzt wenige Kleider hätte, bestellt hätte in der letzten Zeit, würde ich das sogar behalten. Ich bin halt gespannt, wie es auf meiner Figur aussieht. Das sieht bestimmt aus wie so eine Leberwurst. Ich wollte gerade sagen, also was ich problematisch finde, ist A, die Farbe, weil das halt wirklich Hautfarbe ist. Ja. Das ist nicht beige, das ist auch nicht rosé. Das ist Nut. Hautfarbe, so, also so Leberwurst-Style. Ja. Und was ich jetzt rein vom Tragekomfort, also ich würde mir das nicht bestellen, weil ich weiß, dass sowas immer so nach oben rutscht und das ist halt mega nervig. Ich mag das. Aber auch Shoulder-Look finde ich sehr Ich finde das auch voll schön, aber weil das so umgeklappt ist, wird das halt nicht eng sitzen. Ja, wie das jetzt zum Beispiel. Ich hoffe halt, dass das richtig cool aussieht, dass das nicht aussieht wie eine Leberwurst. Das war jetzt übrigens das Motto Party. Ja. Das ist doch voll gut für eine Party. Ja, das ist auch cool für eine Party. Muss ich echt sagen, da bin ich auch ein bisschen stolz gerade im Moment. Ne?
Jetzt bin ich halt gespannt. Ja, und ich weiß halt schon, glaube ich, ungefähr, was das für eine Tasche ist. Das ist halt auch wieder... Was ist das doch? Mami! Okay. Dann so ein cooler Monogam. Das passt dann halt, dachte er. Monogram-Look. Zeig sie erstmal. Das ist halt die Tasche. Das ist halt so eine Stani-Klatsch, aber halt mit diesem ausgefallenen Eingriff, glaube ich, wo man das so halten kann. Ich würde mir das halt niemals kaufen. Niemals. In meinem ganzen Leben würde ich das kaufen. Vor allen Dingen, weil die auch so richtig flach ist. Und das hier halt so Wildleder ist und hier ist halt so ein anderes Leder. Normales Leder, ja. Aber immerhin ist das in Gold und nicht in Silber. Aber diese Rundung ist halt anders. Der Handkreis hat mir halt den Rest gegeben. Aber ja, ich bin einfach nur super gespannt, wie das angezogen ist. Ja, ich auch. Also, ui, okay. Oh. Also, mein Gatte hat halt kein Register offen gelassen. Das ist ein weißes Kleid. Ich mag diese Art von Länge einfach nicht, weil das kurz über dem Knöchel ist. Warum bist du so schockiert, süß? Wegen der Länge, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann, dass das gut aussieht. Das Problem ist, ich bin so schmal, dass solche Kleider halt nicht eng anliegend bei mir sind. Oh, stimmt. Was ist denn das für eine Größe? 36. In sowas brauche ich eine 32. Ja, hätte ich das gewusst. Und das hier, ich sehe das gar nicht richtig. Ich verstehe, ich glaube, das ist der Rücken. Nein, Süße. So ist das. Ach so. Guck mal, das geht über... Hä? Der hat einen riesen dicken Tittenausschnitt gewählt. Ich verstehe das. Das ist der Tittenausschnitt, Süße. Ach so. Und wie geht das? Überkreuz, glaube ich. Ja, und wo kommt der Kopf? Ja, da durch. Hier. Also ist das so vorne? Ja. Digga, ich muss das halt wirklich anziehen. Ja, wir müssen das gleich anziehen. Also, jetzt so von dem Vorder- und Oben finde ich das schön. Also, ich finde die Farbe gut. Das ist halt weiß. Und das Material finde ich gut. Vom Ding her. Ich bin halt sehr gespannt. Also das muss man einfach angezogen bewerten, weil so kann man sich das einfach nicht vorstellen. Das ist halt sehr lang. Ja, das ist sehr lang. Das ist halt so lang, nicht groß. Dafür muss man halt auch einfach absolut kurvig sein und ich bin halt ein Strich in der Landschaft. Ja, das genau. Man braucht so eine kurvige Frisur, weil das halt auch schon kurvig vorgeschnitten ist, wie ihr sehen könnt. Ja, ja. Und, da ist halt so ein Hüftbogen drin. Ja, den ich halt einfach nicht besitze. Den ich auch nicht besitze. Wenn man jetzt wirklich kurvig ist, ja, dann würde das richtig gut aussehen. Aber bei mir wird das einfach nicht sitzen. Aber Schatz, ich verstehe das schon. Was du gemeint hast. Ja. Ja, also das ist jetzt mein Kleid. Ich sehe zum Glück nicht aus wie eine Leberwurst. Wie einer kommentiert, dass ich aussehe wie eine Leberwurst. Nein, du siehst nicht aus wie Ich finde das absolut akzeptabel. Ja, das ist ein bisschen ungünstig, weil ich habe eher das Gefühl, dass das ja doch hochrutscht. Ja, das meinte ich, ja. Ich finde aber die Passform ganz gut. Die Länge ist auch völlig in Ordnung, muss ich sagen. Ich bin halt braun genug, um das rocken zu können. Mhm. Hierzu habe ich halt unsere Lieblingstasche, die halt so Ton in Ton geht. Aber wenn man die so rumdreht, geht es auf jeden Fall. Ja. Und dazu dann halt so nudefarbene High Heels, hat mein Freund gesagt. Und ich finde, wenn ich so mit ihm rausgehen würde, die Tasche so rum, dann könnte man so solide einfach mal in so einen Club gehen und sich da an die Bar setzen und Martini trinken. Ja, ich finde das auch... Also das Kleid ist auf jeden Fall schön. Ja. Das ist jetzt nicht so gewagt oder so, aber das ist ja auch nicht so dein Stil. Nee, überhaupt nicht. Und deswegen passt das halt. Bei mir ist es halt schon sehr, also das ist bin sehr fasziniert, dass das hier passt. Ey, ich war auch so fasziniert, dass dir das so gut passt. Ja, also das passt das wirklich sah halt riesig gut aus. Ja, mega. Das Problem ist halt, hier ist halt ein riesen Loch und das ist mir halt aktuell einfach zu viel. Ja. Und das oben, wenn das Loch jetzt nicht wäre, dann würde ich es richtig schön finden. Guck mal so. Ja, das stimmt. Aber halt auch in kurz dann eher, ne? Ja, also ich finde würde halt mir das halt jetzt auch nicht kaufen, aber ich finde das halt so einfach schön. Unglücklich gewählt wegen dem Loch. Ja, das wäre halt einfach doof so, weil das will er nicht. Es sieht halt eher unästhetisch aus und das ist halt auch einfach ein bisschen so zu viel des Guten. Ganz genau. Aber ich mag das halt, dass das hier so glatt ist und hier so dieses gerippte Material. Und das ist auch so ein schöner, dicker Stoff. Ja, der Stoff ist halt richtig gut. Damit. Das Loch ist halt das einzige Blöde, aber wenn es jetzt so wäre, würde ich es richtig gut finden. Party ist halt. Ja, man kann es auf jeden Fall zu einer Party anziehen, aber ich interpretiere Party halt. White Party. Ja, so was sehr Schickes oder halt so ein, keine Ahnung, so ein Ibiza-Look oder so.
Und Party ist halt für mich eher immer so kurz. Aber man kann es auf jeden Fall trotzdem zu einer Party anziehen. Die Schuhe sollten so geschnürt sein, deswegen habe ich jetzt halt so Heels an, die halt so einen Schnürlook haben. Auch in Nude sollten die sein, das finde ich auch schön. Ja. Und ich kann mich absolut nicht beschweren, bis auf das Loch. Ja, ich finde halt die Tasche einfach mies, aber ansonsten finde ich so, also ist ganz gut gelungen, ne? Ja. So können wir jetzt die Street rocken. Ja, dann lass uns mal gehen, Süße. So, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Das war wirklich mal was ganz anderes. An der Stelle muss ich sagen, ich bin stolz auf euch Jungs. Ihr habt euch wirklich richtig viel Mühe gegeben. Ja. Und es war jetzt, ja. Es war jetzt kein, Es war jetzt nicht absolut katastrophal. Ich habe mir wirklich ganz viel Schlimmeres vorgestellt. Ja, ich auch. Ich dachte, da sind so komplette Geschmacksverirrungen bei. Ja, aber ich glaube, die haben das auch vorsichtig gemacht, weil wir vorher schon so gelacht haben und so. Ja, das kann sein. Wir waren schon ein bisschen gemein. Aber ich finde das toll, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ja, wirklich. Vielen Dank. Jedenfalls gibt auf jeden Fall dem Video einen Daumen hoch, allein für die Mühe vom Aussuchen. Ja. Und kommentiert mal, was euer Lieblingsoutfit von allen Outfits ist. Und natürlich nicht vergessen, unsere Kanäle zu abonnieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Habt ihr haben wir den Teil 1 erwähnt von dem Video? Ja, schon am Anfang, süß. Okay, gut. Ja, dann nochmal. Ich habe gerade ein bisschen verwirrt geguckt. Okay, wo soll ich denn jetzt einsteigen? Ich weiß nicht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao! Tschüss!